Yo, was geht ab, Ladies and Gentlemen? Herzlich willkommen bei 5 Only TV mit mir, Timo. Heute wieder live auf dem PTR, aber am letzten Tag der Testphase zu Season 27. Und ich denke, das Ganze ist Grund genug, euch nochmal den vermeintlich stärksten Build in der kommenden Season vorzustellen. Sollte Blizzard nicht mehr den Bannhammer schwingen? Und das ist, wer hätte es gedacht, der Mönch, besser gesagt der Wave of Light Mönch in der Legacy of Dreams Variante. Und der Schaden, der hier rausgeht, gerade gepaart mit dem Season-Thema, was wir kriegen, ist einfach nur wild und unmenschlich. Die 150er fallen oben wie die Fliegen. Was man allerdings dazu sagen muss, es ist auch der am schwersten auszurüstende Build im gesamten Spiel, bis ihr euer Zeugs auf uralt zusammen habt, mit den richtigen Stats drauf, mit gut gerollten Affixen, wird einiges an Zeit vergehen und ihr werdet einiges an Bounties laufen müssen. Also seid euch dessen gewahr. Nichtsdestotrotz, wenn das Ding ins Laufen kommt, ist das, ja, man könnte sagen, es grenzt an OP. Und deswegen starten wir jetzt mal rein mit dem Gear, was ihr braucht. Dann werfen wir einen Blick auf Skills und Paragon-Punkte-Verteilung. Dann schauen wir uns nochmal an, was gibt es hier für Speed-Varianten. Und am Ende gibt es noch ein bisschen Live-Action. Dann werden wir nochmal was so im 100er-Bereich clearen. Und ihr seht, wie eklig das Ding einfach performt. Selbst mit diesem crappigen Gear, was ich hier habe. Also bevor es losgeht, noch kurz was in eigener Sache. Wenn euch das ganze Ding gefällt, die Guides, die ich mache und so weiter und so fort, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Schaut auch gerne mal bei Twitch rein, da streamen wir regelmäßig. Und jetzt würde ich sagen, ohne weitere Umschweife, ab zum Build, let's go! Dieser Wave of Light Build für den Mönch war schon letzte Season auf jeden Fall einer der Top-Builds im Spiel und wird jetzt in der kommenden Season 27 nochmal durch das neue Season-Thema absolut ins Äther gebufft. Aber fangen wir mal an mit dem wichtigsten New und das sind die Engelstiegel. Die droppen jetzt in Season 27 und mit denen könnt ihr ein beliebiges Unique-Item eurer Wahl in ein Primal-Item aufwandeln, welches dann nochmal mit einem von drei random klassenspezifischen Affixen rollen kann. Und das Affix, auf das wir hier aus sind in diesem Bild, ist folgendes. Woge des Lichts beschwört jetzt eine Glocke am Zielort, die Schaden verursacht, wenn der Zaubernde sie angreift. Es können bis zu 7 Glocken gleichzeitig aktiv sein. Und ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Wenn das früher so war, dass man die Glocken direkt auf die Mobs gecastet hat, um den Damage zu machen, sieht das jetzt so aus. Wir casten unsere Glocken bis zu 7 an der Zahl und können ihren Effekt bis zu 4-mal triggern, indem wir sie angreifen. Unser Medium hier ist Zyklonschlag, weil Zyklonschlag haben wir sowieso im Bild drin, um die Damage Reduction aufrechtzuerhalten und den Schaden unserer Verbündeten zu buffen. Dafür gleich aber mehr bei den Skills. Und ich caste jetzt einfach mal hier Zyklonschlag und ihr seht, was passiert. Alle Glocken triggern gleichzeitig. Und der Burst Damage, der hier rauskommt, der ist absolut wild. Also da kannst du echt nichts mehr zu sagen. Und ich hoffe, dass Blizzard das nicht nerven wird. Dann werden wir eine Menge Spaß nächste Season damit haben. Kommen wir jetzt aber erstmal zum Gear, was wir dafür brauchen. Ihr werdet sehen, ich habe lange nicht alles in uralt. Wie gesagt, letzter Tag auf dem PTR. Ich habe das nochmal kurz ein bisschen zusammengestellt hier. Aber es sind auf jeden Fall die richtigen Items. Und wenn ihr genau sehen wollt, welche Stats ihr auf welchem Item haben möchtet, ich habe den Bild natürlich auch im D3 Planner zusammengestellt, dann könnt ihr da den Written Guide unter dem Video finden, den verlinke ich euch auf jeden Fall, da seht ihr alles nochmal im Detail. Fangen wir aber mal an hier mit Kiroshiros Klinge. Erhöht den Schaden von Woge des Lichts um 150, erhöht den Schaden um bis zu 250, wenn die Woge beim ersten Auftreffen 3 oder weniger Gegner trifft. Ist nochmal ein schönes Ding, um Single Targets wie zum Beispiel Bosse down zu kriegen. Denn mit Bossen und Single Targets struggelt der Bild hier ein bisschen. Denn zweite Waffe ist unser guter alter Geiferschlag. Geisteskraftverbraucher, die uns teleportieren, während Offenbarung aktiv ist, wirken sich zusätzlich auf ein Ziel in der Nähe aus. Das ist ein bisschen vage so im deutschen Klienten. Was ich dazu sagen kann, Geisteskraftverbraucher, die uns teleportieren, sind auf jeden Fall Woge des Lichts und Zyklonschlag. Ohne weitere Geisteskraft zu verbrauchen und verursachen dabei bis zu 450% mehr Schaden. Was hier nicht steht in der Beschreibung ist,
Ihr habt einfach eine Chance, dass ein Klon von euch spawnt, der als mystischer Verbündeter, als Begleiter zählt und eure Fähigkeiten nochmal castet. Für, ihr seht hier schon, 450% mehr Damage. Und das ist einfach auch der Hauptgrund, warum hier so eklig der Damage rauskommt. Dazu aber gleich mehr. Dann haben wir drin hier die gröbsten Stiefel. Mystischer Verbündeter beschwört zwei mystische Verbündete, die an unserer Seite kämpfen. Sie verursachen 150% mehr Schaden und können in aktiver Gestalt länger angreifen. Wir haben das Ding nur drin, um halt zwei Verbündete zu bekommen, dass wir hier beim Luftverbündeten mehr Geisteskraft generieren können. Wir kriegen hier 100 Geisteskraft, mal 2 sind 200 Geisteskraft. Wir haben einen sehr geisteskraftintensiven Bild und das hilft uns auf jeden Fall, dass sobald das Ding auf Cooldown ist, zu spammen, um möglichst viele Glocken zu stellen und Zyklonschlag auszulösen. Dann haben wir hier Black Dawns Kettenrüstung. Einfach aus dem Grund, weil das hier unseren Feuer-Damage bufft. Unser Main-Angriff hier ist auf Feuer. Das war's dann auch schon. Geisterstunde für ein bisschen mehr Attack-Speed, um die Glocken rauszustellen. Und ein bisschen mehr Crit-Damage für den Schaden, extra Schaden. Da haben wir den Aschemantel drin für nochmal mehr Damage gegen Feuerfertigkeiten. Für Feuerfertigkeiten. Aber viel wichtiger ist hier das Affix im Sekundär. Reduziert die Ressourcenkosten von Feuerfertigkeiten. Wave of Light ist eine Feuerfertigkeit und wie gesagt, das ganze Ding ist mega geisteskraftintensiv. Deswegen, wenn ihr hier verschiedene Möglichkeiten habt, nehmt auf jeden Fall immer die mit erhöhter Ressourcenkostenreduktion. Pinto Stolz. Vogel des Lichts verlangsamt Gegner für 3 Sekunden um 80% und macht nochmal bis zu 150% mehr Schaden. Wieder mehr Schaden für Wave of Light. Dann haben wir hier die Steinpanzerhandschuhe. Erlittene Treffer erhöhen unsere Rüstung um 50%, aber dafür ist unsere Bewegungsgeschwindigkeit um 15% und unsere Angriffsgeschwindigkeit um 20% reduziert. Dieser Effekt ist bis zu 5-mal stapelbar. Jetzt denkt er, ja, Rüstung schön und gut, aber ich kann mich nicht mehr bewegen und ich greife langsamer an. Was ist denn das für ein Dreck? Gar kein Problem. Wir sehen zu, dass wir Offenbarung auf 100% Cooldown haben. Und solange Offenbarung aktiv ist, sind wir immun gegen CC-Effekte und somit auch immun gegen diese Verlangsamung und nehmen hier nur das Positive mit, nämlich die Rüstung. GG. Dann Lefebvre's Monolog. Zyklonschlag reduziert unseren erlittenen Schaden um 50%. 5 Sekunden lang. Natürlich nehmen wir das mit für die Damage Reduction. Zyklonschlag hier sowieso gut, um Gegner schön auf den Pixel zu ziehen. Damage Reduction zu triggern und natürlich auch die Glocken zu triggern. Also 3 in 1 macht ihr quasi mit Zyklonschlag. Ist ein Best in Slot hier, könnte man sagen. Dann Zokrins Blick. Vogel des Lichts wird jetzt an der Position unseres Ziels ausgelöst. Wir können die Glocken halt dahin stellen, wo wir sie möchten. Seht nur zu, dass ihr die nicht zu weit wegstellt. Denn gut, die werden noch getriggert. Aber ihr seht, diese Glocke hier hinten wird nicht mehr getriggert durch unseren Zyklonschlag. Und gibt natürlich nochmal einen bösen Damage-Multiplikator hier oben drauf. 150%. Ich sag euch ganz ehrlich, das Ding hier zu kriegen mit Crit, Sockel und einem schönen Multiplikator, das wird am schwierigsten sein. In Sachen Geschmeide haben wir hier Zusammenkunft der Elemente für den Burst-Damage, wenn das Ganze auf Feuer rollt. Wir haben eine Einheit, der Bild hier ist relativ squishy, gerade auch wenn ihr relativ wenig Paragon habt wie ich. Einheit einfach, um hier nochmal ein bisschen Schadensreduktion rauszuholen. Seht nur zu, dass eure Begleiterin auch eine Einheit hat, dass sich das Ganze ausgeht. Und zu guter Letzt haben wir hier noch Krümelchens Halskette für 100% mehr Schaden, wenn die Stacks oben sind. Allerdings nehmen wir auch 50% mehr Schaden, was der Nachteil daran ist. Aber weil wir sowieso zusehen, dass alles umkippt, bevor das uns überhaupt anfasst oder toucht oder whatever, ist das hier ein gutes Ding. Das hier zu dem Grund-Setup. Dann fangen wir mal an mit den legendären Gems. Wir haben hier natürlich Vermächtnis der Träume. Es ist ein Legacy of Dreams Build. Heißt, wir dürfen hier keinen Set-Bonus haben, bekommen aber für jedes Unique-Item 375% mehr Damage und 2% Schadensreduktion. Und sollte es sich um ein
uraltes Item handeln, wird das Ganze sogar noch verdoppelt. Also ohne den legendären Gem hier wird das Ganze nichts. Dann haben wir Vollstrecker. Erhöht den Schaden unserer Begleiter und Gefährten. Das aus dem Grund, denn kurioserweise zählen A, unsere Glocken, die wir stellen, als Gefährten machen mehr Schaden. Plus die Klone, die wir spawnen durch unseren Geiferschlag, die zählen A als Gefährten und B als mystischer Verbündeter. Und nehmen somit die ganzen Buffs mit, die wir jeweils für Gefährten und mystische Verbündete kriegen. Deswegen auf jeden Fall hier ein Top-Gem, um Damage rauszudrücken. Und natürlich, wie kann es anders sein, Verderben der Gefangenen, erhöht Schaden gegen Gegner, von Kontrollverlusten betroffen sind, um zwei, ja, whatever, wie hoch euer Gem auch ist. Wir sind hier auf dem PTR, ich habe hier nichts gelevelt bei den Gems. Auf dem PTR kommt halt der Legacy of Dreams auf 99. Und gewährt eine Aura, die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern im Umkreis nochmal reduziert. Heißt, das Ding bufft sich selber für noch mehr Damage. GG. In den Kopf drücken wir natürlich einen Diamond für Cooldown Reduction. Das Ding ist sehr, sehr Cooldown Reduction lastig. Und ihr seht, überall wo Cooldown drauf kann, ist Cooldown drauf, bis aufs Ammo. Beide Waffen CD, beide Ringe haben CD drauf. Hier auf den Händen und Schultern jeweils auch nochmal Max CD. Einfach um Offenbarung hier auf 100% zu halten. Und der Rest geht natürlich hier voll mit ebenfalls Diamanten für Widerstand gegen alles. Wir sind als Mönch eine Geschicklichkeitsklasse. Ihr seht, erhöht unsere Rüstung. Was uns aber fehlt, ist ganz einfach Widerstand gegen alles. Und das kompensieren wir ein bisschen dadurch. So, okay. Dann natürlich kurz zum Würfel. Was haben wir hier Schönes? Wie kann es auch anders sein? Weihrauchstab des großen Tempels. Reduziert die Geisteskraftkosten von Vogel des Lichts um 50%, was sehr, sehr nice ist. Und gibt uns nochmal einen ganz entspannten 550% Damage-Bonus obendrauf. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Bindung der niederen Götter. Gegner, die von unserer Fähigkeit Zyklonschlag getroffen wurden, erleiden 5 Sekunden lang mehr Schaden durch unseren mystischen Verbündeten. Wie gesagt, die Klone, die hier spawnen, zählen als mystische Verbündete und nehmen dadurch nochmal 200% mehr Damage. Und ein Obsidian-Ring des Tierkreises, der uns nochmal hilft, während wir Zyklonschlag und Woge des Lichts einfach spammen, den Cooldown für Offenbarung noch ein bisschen weiter runterzuschrauben. So, das ist das Grund-Setup hier. Und wie gesagt, wenn ihr genaue Stats für die Items haben wollt, checkt den D3-Planner unten aus, den ich euch verlinkt habe. Und jetzt geht's weiter zu den Skills. Hier haben wir natürlich Vogel des Lichts mit explosives Licht. Die Feuerrune ist unser Haupt-Damage-Dealer und nehmen wir natürlich mit, gar keine Frage. Zyklonschlag mit Implosion hilft einfach, um die Gegner auf ein Pixel zu ziehen, die Glocken idealerweise vorher schon rumgestellt zu haben und dann mit Zyklonschlag die Glocken zu triggern, dass der Damage rauskommt. Aber dadurch werden auch die Bindung der niedrigeren Götter getriggert, dass unsere Verbündeten mehr Schaden machen. Plus unsere Schultern werden getriggert für mehr Schadensreduktion. Also Zyklonschlag hier ein super Ding und ohne das geht's nicht. Mystischer Verbündeter mit Luftverbündeter. Aus dem Grund, dass uns dank unser Stiefel hier zweimal 100% Geisteskraft erstattet wird. Ihr seht hier Glocken und Cyclone Strike spammen, das kostet einiges. Und einmal hier Luftverbündeter durchgedrückt, das Ding ist wieder oben. Gerade mit viel Cooldown könnt ihr das Ding hier auch regelmäßig spammen. Und dann sollte das hier mit den Glocken auch kein Problem mehr sein. Ihr seht, das läuft alles fluffig. Dann haben wir hier rasender Angriff mit rasend schnell für die Ausweichchance um 4 Sekunden, nachdem wir gedasht sind. Hilft auch ein bisschen mit der Toughness. Offenbarung Wüstenschleier ist auch eine Top-Fähigkeit. Gibt uns erstmal 50% Schadensreduktion. Und als wäre das noch nicht genug, kriegen wir hier pro Sekunde nochmal 20 Geisteskraft obendrauf. Hilft auch wieder hier mit der Ressource Haus zu halten und die Glocken zu stellen. Mehr Glocken gleich, mehr Spaß. Mantra der Entrückung mit physisch, Wendigkeit, ja. Ah, sorry Leute, ey, es ist hier 50 Grad bei mir oben in der Bude, ich sterbe. Mantra der Entrückung mit Wendigkeit. Aus dem Grund, hier einen stetigen Zuwachs an Damage Reduction zu haben. Wir kriegen Widerstände, wir kriegen Ausweichen.
Ihr könnt das ab und zu auch nochmal durchdrücken für mehr Widerstände temporär. Wenn ihr jetzt sagt, ich brauche eher spezifisch on point die Damage Reduction, gibt es ja noch eine andere Möglichkeit. Ihr könnt auch Gleichmut mit Aufstieg reinnehmen. Dann seid ihr 4 Sekunden in bestimmten Situationen unverwundbar und das ist auch keine schlechte Rune hier für diesen Build. In Sachen Passives, die Gelegenheit beim Shop verpacken gibt uns mehr Attack Speed bei Gegner über 75% Leben. Heißt, wir können schneller die Glocken rausstellen, schneller den Damage raushauen. Pfad des Wächters für 35% Ausweichchance beim Führen zweier Waffen. Wir führen zwei Faustwaffen, deswegen nehmen wir hier die Toughness gerne mit. Fanal von Itar, Cooldown, No-Brainer, habe ich genug zu gesagt, müssen wir nichts mehr zu sagen. Und Harmonie, Gegenstände, die unseren Widerstand gegen eine Schadensart erhöhen, erhöhen jetzt stattdessen unseren Widerstand gegen alle Schadensarten um 40%. Definitiv auch eins der besten Passives im Spiel, meiner Meinung nach. Haben wir denn hier irgendwas mit, hier haben wir zum Beispiel Kältewiderstand, 210. Hier würden wir jetzt nicht 210 Kältewiderstand kriegen, sondern 40% Widerstand gegen alles. Das wäre dann ungefähr 80, 82, 84. 84. Habe ich da recht? 84, 88 Prozent Punkte Widerstand gegen alles. Ist auf jeden Fall super OP Passive. Kommen wir zu der Paragon-Verteilung. Alles geht in Bewegungsgeschwindigkeit, dann maxen wir zudem die Geisteskraft. Mehr Geisteskraft heißt hier mehr Glocken, heißt mehr Damage. Eigentlich dann alles in Vitalität, aber ich sag mal so, wir sind hier gerade auch zu Beginn sehr, sehr squishy. Deswegen kann ich nur empfehlen, weil der Damage erstmal auch stimmt, etwas in Vitalität zu skillen, bis ihr ungefähr bei roundabout 750k seid. Und dann könnt ihr anfangen, wenn ihr ein bisschen stabiler steht, auf Geschicklichkeit zu skillen. Offensiv, Cooldown Reduction, ganz klar, dann Crit und Crit Damage im Verhältnis 1 zu 10. Schaut ihr immer mal wieder hier bei euren Stats, wie das Verhältnis ist und gleicht das ein bisschen an. 1 zu 10 hier die Ratio für den besten Damage. So, und dann last but not least Attack Speed. Defensiv, Widerstände gegen alles, Leben, Rüstung und Lebensregeneration und Abenteuer, definitiv Ressourcenkostenreduktion, Flächenschaden, Leben pro Treffer und Goldsammelradius. Und somit haben wir das auch. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie man das ganze Ding mit 2-3 Handgriffen in eine Speed-Variante umstellen kann. Ach genau, eine Sache, bevor wir das jetzt noch kurz abhandeln. Begleiterin. Ich habe mich hier für die Verzauberin entschieden, weil sie uns hier Cooldown gewährt, 10%. Und die 10% Cooldown sind hier ab einem Cap von 25k gewährleistet. Also seht zu, dass ihr Intelligenz-Gear für eure Zauberin bekommt. Und dann könnt ihr gerne noch hier Topasse sockeln. Und dann nehmt ihr die 10% CD mit. Hier noch Energieschild und Aufschub des Schicksals für ein Retztalent. Natürlich nicht zu vergessen, die heilige Dreifaltigkeit des Begleiters, so nenne ich es, ist natürlich Oculus Ring, Armschienen der Nemesis und Duft der Zeit für die Boni. Dann haben wir hier noch rauchendes Weihrauchfass, dass sie nicht sterben kann. Und natürlich für unseren Bild speziell hier eine Einheit brauchst du auch noch, weil wir tragen auch eine Einheit für die Schadensreduktion. So, jetzt geht's weiter mit dem Speed. In Sachen T16 und Greater Rift Speed performt das Ding hier gleichermaßen gut. Allerdings würde ich euch raten, wenn ihr T16 oder Low Level wirklich lauft, nehmt ihr Inner mit Wasserverbündeter, ist auf jeden Fall leichter zu spielen und auch effektiver, weil die Wasserverbündeten einfach alles für euch wegregeln. So, aber wenn wir hier Greater Rifts spielen wollen, ist das auch gar kein Problem. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr hier die komplett defensive Variante, sondern können hier so ein Mittelmaß nehmen, zum Beispiel St. Archus Maß für das Schild, wenn ihr in die Mobs reinspringt, die Glocken stellt und die detoniert, dass ihr safe seid. Oder wenn ihr gar keine Toughness braucht, auf jeden Fall Magierfaust für bis zu 20% mehr Feuerschaden. Je nachdem, wie fit ihr seid und wie euer Bild aussieht. Bei den Skills würde ich sagen, ändern wir Mantra der Entrückung in Mantra der Heilung mit Zirkularatmung für 3 Geisteskraft pro Sekunde.
hilft auf jeden Fall auch hier, die Glocken zu spammen. Und Harmonie geht in Gesang der Resonanz für nochmal plus 4 Geisteskraft pro Sekunde durchs Mantra. Und außerdem wird die Aktivierungskosten des Mantras, werden die um 50% reduziert. Was jetzt nicht ganz so wichtig ist, nehmen wir aber mit. Zu guter Letzt können wir hier noch Rasender Angriff in Weg des fallenden Sterns skillen für 4 Sekunden lang plus 20% Speed. Und man kann schon auch mit dem ganzen Cooldown super schnell hier durchs Rift zischen, die Glocken stellen und das Ganze detonieren, sollte absolut kein Problem sein. Ich würde sagen, jetzt zu Demonstrationszwecken gehen wir nochmal in einen, ja, wir gehen mal in einen 100er, dass ihr so ein bisschen seht, wie das Ding funktioniert. Ihr könnt auch sehen, ich habe hier 1, 2, 3, 4, ja, ganze 4, 5, okay, ganze 5 uralte Teile. Heißt, es sind noch 8 Teile, die eigentlich verbessert werden können, wo dann halt auch durchaus mehr Damage hier noch durch Vermächtnis der Träume raus resultieren würde. Aber für Demonstrationszwecke geht das auf jeden Fall. Und ihr seht hier, selbst auf dem PTR ist das nicht so leicht, an den ganzen Stuff ranzukommen. Gerade auch in der Season wird das ein riesiger Spaß. Aber wie gesagt, wenn das Ganze läuft, ist das Ding hier OP. Okay, let's go in den 100er. So, Freunde, dann wollen wir es mal angehen hier. Ich würde sagen, 100er reicht vom Damage her. Würde 110, 120 jetzt schon locker easy gehen. So eklig rotzt der raus. Problem ist, von der Toughness her kann ich auf jeden Fall zur Zeit nicht höher als 100 laufen. Weil, wie gesagt, wir sind hier bei 500k live. Babymönch mit knappen 800 Paragon. Da muss man erstmal noch mal ein bisschen farmen. Aber egal, wir jumpen mal rein hier. Offenbarung angeschmissen hier. Die Glocken gestellt, das Ganze getriggert mit Cyclone Strike, gibt auch Damage Reduction und ja, ihr seht schon, das funktioniert relativ gut hier. Es gibt natürlich immer eklige Mob-Typen und muss man ein bisschen vorsichtig sein. Gerade hier die Speerwerfer, die piercen auch, aber wir fighten uns hier einfach ganz auf easy entspannt durch. Was auch ganz gut ist so, der Build macht auf jeden Fall Spaß zu zocken, weil man muss so ein bisschen auch auf seine Rota achten. Das ist jetzt nicht so Brain AFK wie einige Barbar oder Demon Hunter Builds heutzutage. Denn Offenbarung muss ready sein. Und wenn ihr seht, das geht nicht aus mit dem Cooldown von Offenbarung, dann ruhig schnell nochmal ein paar Glocken gespammt, um den Cooldown da künstlich runterzuziehen. Weil ihr seht jetzt gleich, wenn Offenbarung down ist und wir einen ekligen Hit kriegen, dann werde ich hier auch direkt umkippen. Das gleiche gilt auch für mystischer Verbündeter, dass ihr den wirklich nur durchdrückt, wenn ihr auch die Geisteskraft braucht, wie jetzt in dem Fall, dass nicht unnütziger Cooldown oder unnützer Cooldown für den Verbündeten runtergeht, statt für Offenbarung. So, den Pfeil in der Macht, den lassen wir mal hier stehen. Aus Demonstrationszwecken, dass das Ganze ja auch ohne diese Cheats in Diablo 3 funktioniert. Dass ihr so ein bisschen seht, was geht. So, Offenbarung ist jetzt gerade wieder ready, perfekt. Stellen wir ihr mal hier die Glocken ins Gesicht und werden mal hier einen auf Glöckner von Notre Dame machen. Schreibt mal in die Comments, wer den Disney-Film noch kennt von früher. Ist auf jeden Fall ein Klassiker, so werde ich den Bild ja auch nennen. Den Glöckner-Bild. Nicht zu, bitte nicht verwechseln mit dem Glöckner-Bild, das ist was anderes. Da haben wir hier nichts mit zu tun. So, ihr seht schon, das wird alles hier in die Mitte reingesackt und es wird alles einfach annihiliert. Ey, das ist einfach ein nicer Bild. Und vor allen Dingen ist es, wie sagt man das, befriedigender Spielstil, weißt du? Du stellst die Dinger, weißt, jetzt drücke ich die Taste und dann kommt der Damage und der Damage kommt auch. Jetzt, ihr seht jetzt hier, Offenbarung ist noch nicht ganz ready. Ich caste mal hier ein paar Glöckchen, dass wir wieder die Damage Reduction haben. Natürlich gibt es immer Situationen, wo das noch nicht ausgeht. Der Cooldown ist jetzt auch nicht perfekt auf dem Gear. So, das war einfach der Boss, 100er Boss. Also ich glaube, mehr muss... Oh, ja, und er hat uns auch mit in den Tod gerissen. Aber nur, dass ihr mal seht, wie das gehen kann. 100er Boss war One-Shot. Ja, Ladies and Gentlemen, das ist er, der Legacy of Dreams Wave of Light Monk in der kommenden Season 27. Und ihr habt es mit eigenen Augen gesehen, das Ding rotzt die Glocken und den Damage wie wild raus. Wenn Blizzard nicht mehr den Nerf-Hammer schwingt, ist es auf jeden Fall der stärkste Build im Game. Auch wenn er natürlich von der Ausrüstung schwer zu gieren ist. Aber High Risk, High Reward, wie man so schön sagt.
Wie gesagt, das ganze Ding wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dran gehabt. Lasst mich auch mal in den Comments wissen, was ihr von dem ganzen Ding haltet. Fragen und Anregungen auch gerne rein. Ich beantworte alles. Den D3-Planer findet ihr wie immer unter dem Video, wie schon gesagt. Und ja, das ist der letzte Tag auf dem PTR heute. Jetzt heißt es sich gedulden, bis Season 27 dann in den Startlöchern steht. Ich spekuliere mal, dass das alles so Ende August passieren wird. Werden wir dann sehen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Bis dahin bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video bei mehr Diablo-Content oder bei Twitch. Bis dahin bin ich raus. Peace.